Ja, Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin diesmal auf der linken Seite, also da, ne? Also im Endeffekt da. Und wir spielen ein schönes Simulatorspiel, nämlich Barnfinders. Also wir sind Antiquitätenhändler und Schrotthändler und Whateverhändler. Wir kaufen Häuser und wir kaufen Garagen und machen die leer und machen das zu Geld. Gibt's auch eine sehr beliebte Serie auf D-Max und auf dem Discovery Channel wahrscheinlich. Und ja, ich habe das schon mal, ich habe das mal angezockt, aber privat. Und habe mir gedacht, da mir das PC-Bau, den PC-Bausimulator, ich weiß gar nicht, wie der jetzt, wie hieß der nochmal? PC-Bult-Simulator oder Building-Simulator, irgendwie sowas, gespielt haben. Der läuft ja auch parallel. Werden wir natürlich hier dieses Spiel spielen. Und ich habe irgendwie Bock auf diese Simulatoren. Ich weiß noch nicht, warum jetzt hier kein Sound ist. Vielleicht habe ich es irgendwann mal abgestellt. Ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall erstmal ein neues Profil. Ich habe mein altes Profil gelöscht. Da waren ja nur ein, zwei Aufträge. Okay. Okay, wir nehmen, ich hatte gerade einen Favoriten, den hier, aber wir nennen ihn nicht Kumpel, wir nennen ihn Uncle Freak. So. Und jetzt müssen wir, hier haben wir Sound, okay. Dann will ich erstmal einstellen, wenn wir es auch auf Deutsch haben. So. Accept Settings, Einstellungen, hier passt nicht rein, man hätte es auch untereinander packen können, na egal. Okay, zurück zum Menü. Ja, das ist unsere Garage oder unser Land. Ich bin gespannt. Es gab ja vor kurzem Updates. Es gibt auch demnächst hier ein DLC. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Warum bin ich auf der linken Seite des Bildschirms? Werde ich euch gleich zeigen, warum. Bist du sicher? Ja, klar bin ich sicher. Ein neues Spiel. Ich habe ja sonst nichts. Barnfinders. Verwende die Aufwertungspistole zur Anpassung. Behalte die Vorlieben deiner Kunden im Auge. Das wäre voll cool. Guck mal, das Feind, das ist direkt unter meinem. Oh, geil. Ich bin weg. But my truck's stuck here on the side of this road, and there's good folks counting on me. Gotta move this load. That's why I drive my 18-wheeler all across this big old land. Not just my job, more than my living. It's the heart of who I am. Sometimes it's tough, but I rise above. Irgendwo in Amerika, 1991. Wach auf, Jungspund! Hol eine Batterie aus dem Truck und reparier den Generator. Lass uns ranklotzen, unser Urlaub wartet. Oh, ich hab, oh Gott. Wo packe ich denn jetzt am besten meine Kamera hin? Das ist doch wieder doof. Achso, ich stehe auf dem Bett. Okay, wir machen das mal ein bisschen anders. Ich baue mal kurz die Kamera um. Das ist, ihr kennt das ja nicht anders im Endeffekt. Ich baue die Kamera einfach mal hier hin. Vielleicht macht das Sinn. Jo, ne, das müsste funktionieren. So. Kontrollen. Was? Okay. Ey, das gibt Geld? Ja, stimmt. Hier gibt alles Geld. Kann ich mich auch hinhocken, damit sie. Wir können alles zu Geld machen hier.
das nicht. Dann sammeln wir doch erstmal ein paar Dollars. Poster hier. Aha. Was ist das hier? Toilet Papers. Gibt's dieses Jahr nicht. Ist ausverkauft. Warte mal. Oh, das geht nicht. Schade. Gefrierfach geht nicht auf. Gut, dann machen wir das Onkel... Lernprogramm. Willkommen bei Bahnfinders. Hol die Batterie von der Ladefläche deines Fahrzeugs, lege sie in den Generator ein, suche mit Hilfe deines Computers nach 11 Trägen und reise dort durch ganz Amerika. Amerika. Die Übersetzung ist klasse, Alter. Die ist super, gefällt mir. Das ist Onkel Billy, Alter. Onkel Billy wohnt auf einer Müllhalde. Was ist denn das hier? Out of order. Okay, wo ist Moon? Bin ich hier auf einer Farm oder was? Was gibt's hier so? Cool. Wo kann ich das hinpacken? Ein Kanister gefunden. Reparaturpistole bauen. Upgrade. Okay. Ah, okay. Upgrade und Reparaturstation kann man da bauen. Was ist denn das hier? Bodenaufwärter. Sammelobjekt. Okay, wir können auch rennen, das ist schon mal gut. Da ist der Generator. Hier ist eine Mülltonne. Kann ich reingucken? Ja, was sind hier drin? Cool. Wandaufwertungssymbol. Cool. Was ist hier? Reinigungsstation, Cleaning Station. Ah, okay. Oh, guck mal, hier ist ein Klo. Nein! Okay, der kann furzen, der Typ. Furzen. Storage. Push the store item. Dein Auto. Hier ist aber nichts. Ah, doch, da. Hier ist die Autobatterie. Das heißt, ich muss sie jetzt hier reinpacken, oder was? Kein Strom. Achso, geht nicht. Ich muss die Batterie da reinpacken. Verstehe, 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 verstehe. Ah, eine neue Nachricht. Oh, cool, das kann ich auch hier. Jo, der Generator brummt. Dann gehen wir mal hier rein. Das sieht aus, als wenn es mein Laden wäre, oder unser Laden, oder Onkel Billys Laden, besser gesagt. Ein großes Regal bauen. Oh Gott, kostet Geld. Die machen wir mal aus. Was ist denn das? Mikroshop. Okay. Ich habe gerade was anderes gelesen, Alter. Barnhub. E-Mails. Ungelesen. Mick Kornhauler. Ein frecher Hirsch für einen Freund. Hallo Bornfinders, könnt ihr einen alten Freund helfen? In der alten roten Scheune soll noch ein frecher Hirsch sein. Ein frecher? Vielleicht könnt ihr den für mich suchen. Ich lasse dafür auch Kohle springen. Danke, Mick. Auftrag annehmen. Mails. America. Bald verfügbar. Okay. Begrüßen Sie ihn jetzt. Wine Bonnie Eng. Oh Gott, ey. Gewinnen Sie eine Eintrittskarte für den Comic-Vorlagen basierten Top-Produktion Dog Cops. Ist das ein Hund, der ein Kopf ist oder was? Okay. Job. Was ist denn Bahnhub? Ah! Rote Scheune. Ich glaube, da müssen wir dann hinfahren, oder? Kann das sein? Machen wir das mal. Reisen. Yeah.
Das ist so geil. Onkel Billy fährt los, Alter. Ich glaube, die rote Scheune habe ich irgendwann mal gemacht. Also, das heißt, angefangen. So, dann müssen wir jetzt hier mal die Augen offen halten. Rote Scheune. Wayne's Liebesnest. Okay. Lernprogramm. Verlasse Scheunen erkunden. Verlassene Scheunen erkunden. Wer hat das bitte übersetzt? Als Bahnfinder suchst du nach angefragten Gegenständen. Ja? Halte Ausschau nach anderen wertvollen Gegenständen. Du kannst sie in deinem Laden verkaufen. Suche nach weiteren Gegenständen und Geheimnissen. Auf Karten wimmelt es nur so davon. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach mal hier eine Ecke an. Ah, die berühmte rote Scheune. Dann sehen wir uns mal zu. Schaffen wir das Zeug. Schnappen wir uns das Zeug hier. So, was sind das? Schrottragen. Kann ich mitnehmen oder was? Was ist denn hier? Ein Sammelobjekt. Markieren für den Transport. Wer sammelt das dann ein? Oh, da ist auch noch was. Ach, Onkel Billy sammelt das ein. Das ist ja cool. Erstmal haben wir hier ein Muster gefunden, das ist schon mal gut. Ich würde gerne die Kisten zerschlagen und gucken, ob da was drin ist, aber das geht irgendwie nicht. Oh, guck mal, da steht was. Bin ich hier rüber? Nee. Da steht zumindest irgendein Tier. Hund oder so vielleicht. Was ist da? Ist auch wieder irgendwas? Guck mal, hier die Dosen nehmen wir auch mit. Die geben nämlich Kohle. Schrott. Bevor ich reingehe, gehe ich erstmal hier um die Scheune rum und gucke erstmal, was hier noch so gibt. Was war das denn? Alter, sind hier Aliens am Werk oder was? Kann ich hier lang machen? Was ist das?
Alter, ich laber die ganze Zeit und habe mein Mikrofon gemutet. Trottel. Ich habe das gerade übrigens vorgelesen, was da stand. Ja, wir haben alle Gegenstände. Karte abgeschlossen, Zusammenfassung. Gegenstände 10 von 10, Auftragsgegenstände, goldenes Klopapier. Das haben wir nicht gefunden und ein Sammelobjekt fehlt noch. Das goldene Klopapier. Okay. Wo finde ich denn das goldene Klopapier? Was ist das goldene Klopapier vor allen Dingen? Lernprogramm, so führst du den Pfandleihhaus. So führst du dein Pfandleihhaus. Und lade den Truck, indem du die Taste auf der Ladestation drückst. Mit der sekundären Aktionstaste kannst du Gegenstände automatisch ins Regal legen. Okay. Öffnen Sie den Laden tagsüber, um Gegenstände an Kunden zu verkaufen. Lagerstation. Ja, und jetzt? Sende den Auftrag an den freshen Hirsch. Kann ich mir jetzt vorstellen? Oder? Ah, okay. Wir haben die stinkende Puppe. Die stinkt hier. Das Ding stinkt auch. Okay. Das ist irgendwie ein Gustav. Fernseher, den können wir verkaufen. Okay, läuft. Ja, cool. Was kostet mich denn dieses Ding hier überhaupt? Ich brauche mal diese Cleaning Station. Die kostet 358. Mal gucken, was wir gleich mal bauen können. Vielleicht mal den Auftrag hier abschließen. Oh, 300 gibt es. Einpacken und versenden. Katsching. Okay, wir haben 400. Dann würde ich sagen, wir bauen hier mal eine Cleaning Station. Upgrade-Tool kaufen. Wo finde ich denn das Upgrade-Tool? Ist hier kaufen? Nico, it should work. Okay. Chance, Metallschrott und Holz zu finden. Erhält dunkle Bereiche. Dann muss ich erst die Aufwertungspistole kaufen. Cool. Mittelgroßes Regal bauen. Was ist denn los, kleiner Kater? Ja, was denn? Ich werde dir gerade belästigt. Moment. Ja, komm her. Ja, dann bleib halt da sitzen. Okay, wir haben jetzt hier ein paar Teile, die wir verkaufen können. Ich habe noch keine Ahnung, wie es mit dem Verkaufen geht. Aber mal gucken. Dann würde ich sagen, da ist nichts mehr drin. Wir gehen mal schlafen, oder? In meinem Helsmäuserzimmer. Ach, deshalb steht hier Toilet Paper. Ah, verstehe. Oh, wir träumen irgendwas. Dienstag. Okay, es gibt neue Aufträge. Gibt es hier auch neue Objekte? Nein. Schade. Oh, wir haben die Tür offen gelassen. Bei offener Tür haben wir geschlafen. Öffne den Laden und den Ladenschild und sonst kommen keine Kunden. Ja, aber ich habe doch nichts zu verkaufen, großartig. Dann öffnen wir mal. Lernprogrammgegenstände. Klicke auf den Kunden, um mit ihm Verkauf zu beginnen. Du kannst verkaufen,
ablehnen oder um den besseren Preis feilschen. Sei beim Feilschen nicht so gierig, sonst könntest du Geld verlieren. Okay. Mach aber nochmal zu. Weil ich habe einfach nicht genug. Hier lag auch noch was drin. Das packe ich mal in den... Nee, das lasse ich mal hier liegen. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. Wir machen erstmal Aufträge. Weil Lernprogramm, Pfandleihhaus anpassen. Mit der Aufwertungspistole kannst du im Pfandleihhaus anpassen. Lässt sich zur Anpassung von Regalen, Wänden, Böden und Postern einsetzen. Okay. Baue Stationen zur Reinigung, Reparatur und Montieren von Gegenständen. Ah, wir können auch montieren. Okay. Gucken wir erstmal eine neue E-Mail. Uncle Billy, Bieter-Event am Lager an der Brücke. Hey, Jüngchen. Ein neues Turnier mit der M-I-K-K-O Bieterkrieg hat gerade begonnen. Lass uns zum Lager an der Brücke gehen und das Ding gewinnen. In der Endrunde können wir Tickets nach Wow abstauben. Wenn du dort einen Automotor findest, schick ihn Cousin Kevin. Ja, Cousin Kevin, Junge, da war was so war. Oh, ich muss Benzin kaufen. Okay, das kostet auch Geld. Na ja, dann fahren wir es mal dahin. Ich finde dieses Gift oder dieses Ding ist geil. Handeln einen höheren Preis aus, um den du mit Kunden feilscht. Okay. Nimm dich vor Dieben in Acht. Sie können dir den... Ach, was? Vor Saale bei Aktion. Gibt's nur einen, oder was? Lager an der Brücke. Besonderes Veranstaltung. Okay, hier haben wir geparkt. Erstmal gucken wir hier in die Mülltonne. Guck mal, da haben wir schon was. Ich brauche jeden Müll, den ich finden kann. Hier, guck mal, hier, was hier alles rumliegt. Oh, ah, fuck, jetzt habe ich es übersprungen. Was stand da? Ich muss auch ein Glück haben, genau da zu treffen, ne? Ach, scheiße. Habt ihr Müll hier? Ich brauche Müll. Hallo? Kann ich irgendwie reinnehmen? Ich bin die Müllaufwertungsmaschine. Hallo, Baumwanders, willkommen bei unserem Sonderevent. Yeah, Mann, Typ. Ich suche Müll. Guck mal da, so Dosen, das Pfand, Dösenpfand. Ich weiß nicht, warum dieser Müll hier war und für diesen Müll Geld kriegst. Das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Ist einfach nur Müll. Ich nicht gesehen, doch wiedererkannt. Alle beiet, alle dran. Road clear. Das Ding liegt auch noch ganz viel rum. Was ist denn das? Was ist das für ein Geräusch? Ist doch Musik. Guck mal hier, Lappen. Okay, da komme ich nicht. Da ist das goldene Klopapier. Da komme ich aber nicht hin. Ich brauche wahrscheinlich eine Axt oder so. Scheiße, kann ich das verkaufen? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der... Warte mal, was kostet eine Axt? Kann ich eine Axt kaufen? Welcome to Miko Shop. 100, habe ich nicht. Scheiße. Dear customer, okay. No returns. Ja, aber wie geht denn das jetzt hier? Muss ich hier hingehen oder was? Aktion starten. Möchtest du Aktion? Ja, möchte ich. Hey, Jüngchen, hier sind die 600, die ich dir schon... Hallo.
Kaching! $525. Ich hoffe, da ist jetzt auch was Ordentliches drin. Was war nur das eine zu verkaufen, ne? Was ist denn los? Typ, wir sind hier gerade am Bahnfeinden. Wir müssen jetzt erstmal $500 wieder reinkriegen. Ich höre schon was. Ah, warte mal. Wir können eine Axt kaufen. Ich kaufe jetzt einfach eine Axt. Es kann auch sein, dass das total dämlich ist. Chance, Metall, Schrott und Holz zu finden. Kaufen. Ich kaufe jetzt mal eine Axt. Ich hole jetzt erstmal hinten dieses Klopapier. Ich hoffe, das geht auch mit der Axt. Ja! Yeah, goldenes Klopapier gefunden. Juhu! Nein, wie geil. Man kann das kaputt hacken. Ich weiß zwar nicht, ob wir damit machen können, aber wir hacken das jetzt erstmal alles klein hier, was wir nicht brauchen. Vielleicht brauchen wir die Teile zum Reparieren, das wäre natürlich durchaus möglich. Okay, das geht nicht. Verwendbares Objekt. Kaputt zu haben. Das ist gut zu wissen. Hier ist schon ein Motor. Hier ist ein Reifen. Hier ist doch irgendwas. Oh, Holz. Sehr schön. Ich will immer E drücken. Ah, hier. Oh, hier geht's noch runter. Das ist ja cool. Postersammlung hinzugefügt. Ein Pferd. Ist auch noch was? Geht das auch? Nein. Aber hier ist noch Müll. Was immer das ist. Was denn meckerst du denn da? Oh, wir haben Überlänge. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden erstmal diese Folge. Und machen in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Tschüss!